Der Sieg gehört dir. Hallo? Du hast gewonnen! Oh, hi, ich konnte was hören. Hi, hi. Ich hab mein Headset gerade angesteckt. Ah, okay. Vorher wollte ich eigentlich nur streamen. Aber jetzt mache ich halt beides. Ja, ich wusste gar nicht, dass das auch fürs Streamen ist. Das habe ich dann auch erst gesehen, als ich im Kanal drin war und dann draufgeklickt habe. Weil sonst ist da ja irgendwie nie jemand drin, ne? Na. Weil wir reden alle möglichen Sprachen, deswegen.
Ja, im Normalfall eben dann Englisch, nur jetzt halt eben, wir können ja beide Deutsch, so gesehen kann man es aber ja belassen Ja, dann. Englisch kann ich gar Kannst du nicht? nicht. Na, schreiben ein wenig, aber reden. Ich habe nie probiert. Okay. Ja, Sondern, was sprichst du eigentlich? also geboren bin ich in Bosnien und lebe in Österreich, also Deutsch und Bosnisch. Polnisch, okay. Vom Chat her, vom Tippen ist es so perfekt Deutsch, deswegen dachte ich, du würdest halt aus Österreich kommen. Ja, ich lebe in Österreich seit 92. Okay, das ist ziemlich lange her. Ja, nur habe ich mein Ingame-Sound habe ich so laut gedreht. Ja, ich auch. Es ist schwer zu verstehen gerade, ja. Das kann man erst im Hauptmenü wieder leiser machen, gell? Nee, das kannst du jetzt mit der Escape-Taste leiser machen, aber das mache ich dann, glaube ich, erst nach dem Rennen. Okay. Also mit der Escape-Taste, da gibt es ja irgendwie Audio-Menü oder sowas, und da kann man dann die Rennlautstärke runterstellen. Ah, okay. Ich weiß nicht, wer der vierte Spieler ist. Sorry, ich sag, obwohl, warte einfach, ich verstehe es gerade echt nicht. Lass uns am Ja. besten, genau, nächstes Rennen. Okay, ich habe es jetzt ein bisschen runtergedreht. Ich denke, es geht jetzt besser. Ja, und das müsste gehen jetzt. Hast du aber auch gleich dann, gut, wenn du schon so lange in Österreich lebst, hast du gleich so ein bisschen so einen österreichischen Dialekt antrainiert. Ja, die meisten reden halt so, Ja, so. klar, genau. Was soll man da sonst? Ja, Mensch, irgendwann mal in der Schulzeit war ich mal in Polen. Da hatten wir so einen Austausch in Chełmno oder so hieß das, glaube Glückwunsch, du ich. bist Erster. Ah, lang ist's her. Geboren bin in Bosnien. Bosnien, okay. Bosnien, ja. Ja, Ah, damals so. ich hatte Polen verstanden, okay. Ja, was das Spiel war laut. Ja, okay. Wer der fünfte Spieler ist, weiß ich nicht bei uns jetzt. Oh, ich kenne Den. eigentlich keinen von denen, also Jericho, Jericho. Jonat, sagt mir beides nix. Jericho spielt alle möglichen Need for Speed bei uns. Oh, okay. Den, der spielt oft, aber den Jonat kennen, habe ich noch nie gesehen.
Ja, ich frag mich, sind die alle im Discord? Weil du hast ja jetzt quasi gerade erst den Server aufgemacht und da sind ja jetzt ziemlich schnell ziemlich viele Leute dazugekommen. Ja, also Meteor ist im Discord, der kommt immer wieder, wenn ich quasi so die zwei hoste. Und der Jericho, der ist auch im Discord, aber der steigt aus der IP-Lodge ein. Okay. Und Ionat, ich glaube, das ist der neue Russe, der was erst angefangen hat. Aber ich bin mir nicht sicher, der hat mit Iceman hat er gespielt. Was ist das für ein Spiel? Iceman, sein Nick. Ah, okay, als sein Name Nick. Jetzt, ja. Ja, da, ich glaube, dass er das ist, weil er war vorhin online in der IP-Launch. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich oder noch. Muss ich dich fragen. Ja, aber ist ja nicht schlecht, ne? Also dieses Discord ist irgendwie echt besser, um Leute zu finden. Ja, weil jetzt quasi immer in IP-Lounge eingeloggt bleiben, um zu gucken, ob vielleicht was ist. Ja, das macht man halt einfach nicht. Aber in Discord bleibt man halt eben oder guckt halt mal zwischendurch nach, das ist schon echt nicht schlecht. Da sieht man halt dann auch, wer hostet und wenn man Zeit hat, dann kann man vorbeischauen, ne? Ja, genau. Beziehungsweise eigentlich, ja, ich wollte gerade anfangen, Nice zu trainieren für das Rennwochenende am Sonntag. Achso. Das heißt, es wird jetzt ein schlechtes Rennwochenende für mich, aber bei HP2 könnte ich ja nicht widerstehen. Ja. Letzte Woche habt nicht das Bezirk gespielt, oder? Nee, letztes Wochenende war nicht Speed 6, also HP2. Ah, und wann war das, wo du so geflogen bist mit. Ja, das war die Woche davor, genau. Ach ja. Das hab ich hab's noch nie gesehen. Das scheint irgendein bekannter Startbug zu sein, dass man beim Start mal irgendwie einfach mal in die Luft fliegt. Keine Ahnung, ich kannte das nicht. Ja, aber ich spiele nicht Speed 4 auch nicht viel. Nur es sah wohl von außen ganz anders aus. Ja. Nein, ich spiele das ja die ganze Zeit, aber das habe ich noch nie gesehen. Das muss irgendwas mit den Mods sein. Weil im normalen Spiel habe ich das noch nie gehabt. Ja, also Jonat meinte, nachdem er es aus meiner Onboard gesehen hatte, ach so, das ist ja doch nur der normale Startbug, der offenbar ab und zu mal passiert. Auch nicht häufig, aber ab und zu wohl offenbar mal. Okay. Nur von außen sah es halt ganz anders aus als von innen. Aha. Na, es muss irgendwas mit den Mods sein. Weil im normalen Spiel, die normalen Strecken und Autos, ich hab's noch nie gesehen. Ach so. Und du spielst jetzt die ganze Zeit. Ja gut, es könnte auch sein, dass es halt irgendwie an den Custom-Strecken oder irgendwas liegt. Ja. Oh, du bist der Erste? Nee, ich bin der Dritte. Ja, ist halt doch irgendwie immer was anderes. Also wir spielen ja in den in diesem TRR-Ding meist, also random, alles random generiert, und das sind halt meistens auch langsamere Autos. Das heißt, ich fahre den CLK und LM eigentlich überhaupt nicht, weil der kommt da nie vor. Achso. Und dann ist es doch immer erstmal wieder ein bisschen ungewohnt, dann braucht man so ein, zwei Runden, um sich ein bisschen dran zu gewöhnen. Ja. Wie das jetzt nochmal war. Ist so schnell. Es ist kein weiterer in dem Discord drin. Ja. Du bist Dritter. Bist du noch da?
Ja, ich höre noch, ja. Also diese Aber Discord-Anzeige ist irgendwie auch komisch, ne? Da steht bei Meteor ist dieses schlafende Mondsymbol daneben, als wäre abwesend, aber ist ja definitiv nicht der Fall. ja, das kann man manuell ändern. Ah, okay. Jetzt habe ich den Stream ausgeschalten, jetzt nehme ich mal auf. Fürs YouTube. Eventuell. Kannst du nicht beides machen? Streamen und YouTube? Nein, das schafft der Rechner Ah, okay. nicht. Ich meine, es geht schon flüssig, aber irgendwann stürzt das Spiel dann ab, wenn ich beides mache. Oh, okay. Das war einmal. In HP2 habe ich schon deswegen aufgeschüttet, wenn ich beides mache. Ja, ich habe mir vor kurzem auf Anraten von Diem eine neue Grafikkarte gekauft, weil ich habe ja auch so Uralt-Rechner. Und mit der Okay. Grafikkarte klappt das Aufnehmen auch irgendwie besser. Also klappt überhaupt erstmal brauchbar, sagen wir es mal lieber so rum. Ja. Was hast du jetzt für eine? Ah, als ob ich mich damit auskennen würde. Also es ist halt irgendwie eine relativ neue von so Mittelklasse-Preisregionen. Also nicht diese Raytracing RTX, sondern irgendwie GX und da irgendwie eine, die letztes Jahr rausgekommen ist. Aha. Aber halt so ein Mittelklasse-Ding, würde ich mal sagen. Aber das reicht schon völlig. Ja. Aber dadurch, dass sie neu Ja. ist, kann sie halt eben komprimieren Hardware unterstützt. Und das ist halt eben beim Aufzeichnen gut. Ja, Grafikkarten, der was doppelt so teuer sind, das sind vielleicht 15% oder 20% schneller. Ja, Das das heißt, stimmt. das ist richtig verdoppelte Geschwindigkeit. Hast du schon dein Passwort für dein Forum bekommen? Oder dein Nee, Zugang? nee, nee, Müssen. kam noch keine Antwort. Also ich habe das ja da neuen Account angelegt und danach, was jetzt, das ist eine Woche her, ne? Fast am Sonntag ist es eine Woche her. Keine Ja. Reaktion. Also ich schätze mal, dass das relativ tot ist und dass da keiner mehr groß guckt, sonst wäre ja da was gekommen. Und Ja. auch der letzte Eintrag ist schon 2 Jahre her gewesen oder sowas. Vielleicht kommt da in einem Monat was oder nie, aber selbst wenn, wahrscheinlich guckt da nicht wirklich einer nach. Naja, mal schauen. Ja, dieser Jericho ist ja auch nicht gerade langsam. Ja, gleiche Rundenzeit wie Meteor. Ich schau mal, ob noch irgendein Spieler online ist, der was mitspielen könnte. Sonst alle offline. Glückwunsch, du hast das Rennen Alle gewonnen! hat bis zwei Spieler.
Wie kannst du das nebenbei schauen? Hast du HB2 im Fenstermodus oder? Na, ich schaue es vom Smartphone. Ah, okay. Jericho spielt Porsche, Need for Speed 3, Need for Speed 2 und Motorsport 2. Muss auch eine ganze Menge. Ah, der, ja, der spielt auch. Warum fährst du den McLaren hier? Ja, Mercedes ist, rutscht mal davon. Ja, der ist sehr rutschig, das stimmt auf jeden Fall, ja. Und McLaren ist schnell überall, finde ich. Dass ich hinten bin, liegt daran, dass ich Fehler gemacht habe. Na gut, der untersteuert dafür halt eben sehr viel. Ja. Und man muss ihn halt manuell fahren, anders geht's nicht. Sonst ist er einfach sehr langsam. Ich sollte langsamere Autos einschalten für den neuen Spieler. Ja, der kommt gerade nicht so richtig mit, Jonas. Der Sieg gehört dir.
Klasse 3. Oh. Jemand schreibt mal was. Lucario. Ah. Hat er dem Ah, mit. HP2-Channel einfach yeah geantwortet? Also, vielleicht kommt er dann auch gleich dazu. Oder ist er Ach so, es kann natürlich auch sein, dass er das ja. Auch Discord oder? Ah, das ist ein Kumpel von Meteor. Ah, okay. Na, Davide ist ein anderer. Dave heißt sein Kumpel. Davide, der ist im Discord, der ist ein Italiener. Der Ja, spielt Dave auch hatte ich alles. schon mal gesehen. Ja, Davide ist, der spielt alles bis auf Need for Speed 2 oder alles schon. Hat er schon alles gespielt mit uns. Dies ist die letzte Runde. Von überall haben wir Leute. Ja, das ist echt das Gute. Der Jericho ist aus Türkei. Aus Istanbul. Na gut, alles halt eben irgendwie unsere Zeitzone, aber das ist doch echt super, dass die von überall her dazukommen. Ja. Meteor habe ich nicht gefragt. Und ja, Mom, der spielt da ab und zu, ist aus Russland. Oh je. Na gut, der hatte ja auch ein Auto ausgewählt. Ja, so geschaut, ja.
Ab und zu kommt einer, der heißt nur HP2. Der war, weiß ich auch nicht, wer das ist. Muss irgendwer aus dem Discord sein. Ach, da ist er wieder. Vielleicht hat er nur Probleme gehabt. Oder, ja. Oder hat einen Start verpasst. Der passt ja gut. Super. Jetzt hat er den Knopf gefunden. Wahrscheinlich gegoogelt, wie man hier chattet, ja. Ja. Ah, das ist der Lusario. Ach, der, der in Discord geantwortet hatte, ja. Genau. Du bist Zweiter. So. Spider. Ja. Da haben wir schon ein paar Spieler. Ja, das sind eine ganze Menge, ne? Dafür, dass sie mal eben ankündigen und zack, auf einmal so viele zusammen. Das ist schon echt nicht schlecht. Es gibt ja einige Spieler, die so, so alte Spiele spielen, aber sie wissen halt nicht. Genau, genau. Es muss ja keiner die ganze Zeit spielen, aber wenn es schon mal passt. Aber man muss es halt eben einmal finden, dass es das gibt und ja, dass man das merkt halt irgendwie. Ich hatte da auch immer so ab und zu mal geschaut, ob es irgendwas gibt und hab dann irgendwie, es gibt ein Ersatzsystem für GameSpy, was quasi dann alles, alle Spiele konnte, die GameSpy auch konnte. Aber da war halt auch nichts los, ne? Da war irgendwie ab und zu mal so ein Server, den jemand, also nicht dediziert, aber ein Server, der dauernd lief. Da war einer drauf, der war aber immer AFK, also der Host von dem Server. Und da war halt nie irgendwie was. Und ja, das ist halt... Ja, und hier ist halt richtig was los. Ja. Mit Discord, da schickst du alle, wer da ist, die Leute schreiben ab und zu was. Das passt schon so. Ja, das ist echt ein gutes System. Ja, und IP-Launch war früher auch wenig. Es war halt immer ein HS4, also HS oder Porsche halt eben. Ja. Und HP2 war halt auch nichts. Also, oder sehr wenig, sagen wir mal lieber so rum. Ja. Na, da wieder Leroti zu uns gekommen ist, ihr wollt HP2 spielen, dann habe ich gesagt, ja, schau mal. Dann habe ich das irgendwie installiert gekriegt. Ach so. Dann haben wir das. Dann wollte er Need for Speed 2 spielen, dann haben wir das auch, und Need for Speed 3, und ich bin jetzt dabei geblieben. Oh, nicht schlecht. Ja, und IP-Launch, da kannst du ja verschiedene Spiele einfügen, die müssen ja nicht integriert sein, ne? Ja, genau. Und dann habe ich gleich die 3 dazu gefügt. Hot Pursuit 1, Hot Pursuit 2 und Need for Speed 2. Und ich hoste das abwechseln. Aber auf der Serie 2 und Porsche ist gut, auch wenn niemand kommt, da kannst du schon anfangen. Du kannst schon spielen. Die anderen können dazukommen. Ja, geht das bei den anderen nicht? Nein. Das geht nur bei D2. Need for Speed 4 geht's nicht, Need for Speed 3 auch nicht, 2 auch nicht. So wartest, da muss mindestens einer noch dazukommen. Ach so, starten. Okay. Und das ist praktisch, wenn ich, auch wenn niemand kommt, spiele ich eine Stunde und fertig. Ja, genau, kann man einfach gucken, ob wer kommt oder nicht, aber man kann halt schon mal ein bisschen fahren.
Ich krieg den aber auch nicht, ne? Das ist das Entspannendste, nicht so spät, was wir spielen. Hauptsache 2. Für mich das Entspannendste von den ganzen Nitro-Spielen. Na gut, das kann ich nicht gut beurteilen, weil ich die anderen ja kaum kenne. Warum sind die hektischer? Für mich schon, ja, aber bei den anderen spiele ich oft manuell und da muss ich mich konzentrieren. So spiele ich eher gelassen. Chillig. Und das ist die Automatik, oder was? So, hier verspielt die Automatik, ja. Okay. Ja gut, lohnt sich aber auch manuell zu fahren, bei vielen ja, Autos zumindest. Auf jeden Fall, ja. In Nitro Speed 4, da bin ich vielleicht eine Sekunde oder maximal zwei schneller, wenn ich manuell fahre. Ja, hier gibt's halt ein paar Autos, die. Ja, zum Beispiel die LM von vorhin, ja, den. Also du bist den ja offenbar auch Automatik gefahren, aber der schaltet halt, ich meine, der fährt die ganze Zeit im vierten Gang oder so in der Gegend rum. Den brauchst du fast überhaupt nie im eigentlichen Rennen. Aber die Automatik benutzt ihn halt die ganze Zeit. Und der LM ist halt eben einer, der sehr einfach zu schalten ist, weil er halt eigentlich nur auf den Gängen 2 und 3 fährt, also für 90% der Strecke zumindest. 95%. Bei den kleineren, bei den langsamen Autos musst du oft schalten, ja. Ja, genau, da ist häufiger Schalten angesagt, ja. Ja, und CLK ist die Hölle auf Erden, den manuell zu fahren, weil der halt, ja, auch in der Automatik sehr gut ist. Da lohnt sich's kaum, den manuell zu fahren. Lohnt sich nicht, okay. Dann muss ich anfangen. Was schreibt ihr? Früh einlenken. So, wen haben wir da? Bitte. Der hat keinen Hauptbesitz 2. Roma Rex hat Hauptbesitz 2. Der Dämon, der war auch früher in einem Nitro Speed 2 Clan, oder? Nitro Speed 2, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nitro Speed 2, Hot Speed 2. Hot Speed 2. Ja, Hot Speed 2, genau, das ist dieses TRR, was er jetzt quasi dann selber leitet, sozusagen. Aber das war nicht damals, 2002, 2003. Nee, so richtig damals war das wohl nicht. Also so wie ich es verstanden habe, hat dieser TRR-Clan wohl irgendwann mal angefangen aus Mitgliedern von TG, von Team Germany. Ah, okay. Aber so genau habe ich es jetzt auch nicht verstanden.
zumindest war TG Angel wohl damals diejenige, die das gestartet hatte, oder so glaube ich zumindest. Ja gut, die ist halt eben auch nicht mehr dabei, jetzt ist halt eben ein Dämon. Na, TG, der Odin war damals der Host von der Homepage, glaube ich. Okay, ja, der war unglaublich schnell. Ja. Und da ist der Nazgul war der Stellvertreter. Mit dem bin ich öfters gefahren. Aber ihm habe ich einmal eine Mail geschickt und er hat nicht geantwortet. Vielleicht hat er eine andere E-Mail. Oder halt eben nicht mehr so häufig nachgucken, die Mail halt. Ja. Leckt's ganz schön. Ja. Zumindest hüpft Meteor gerade. Ich denke ja, immer, ich komme näher und dann ist er wieder weg. Ja, das hört er ab und zu. Das ist mir aufgefallen. Ja, auf langsamere Autos umsteigen hat das nicht so viel drauf. Das ist noch immer so weit hin. Aber er gibt nicht auf. Ein paar Spieler steigen gleich aus. Ja, dann lieber probieren und mitfahren, dann lernt man bestimmt noch was. Oh, jetzt hat er, glaube ich, wirklich einen Unfall gebaut. Jetzt bin ich bei dem Sprung immer sehr nah an ihm dran. Jetzt habe ich die Abkürzung verpasst, jetzt ist er weg wahrscheinlich. Thank you.
Ah, der neue Spieler ist gut, der gibt nicht auf. Ja, dann vielleicht erstmal Strecken kennenlernen und sowas. Ja, das ist eine der schwierigsten, ne? Ja, ist auf jeden Fall mal die längste. Das war der Vorletzte. Vielleicht sollte die Strecke manuell schalten. Du bist Zweiter. City. Ja, dann schauen wir mal. Ich glaube, ich habe jetzt in der Klasse noch keins gewonnen gegen Meteor. Ah, der Porsche geht. Ja, der ist hier auch gut. Das ist auch, glaube ich, einer von denen, die man auch Automatik fahren kann. Du schnell? Nee, ich weiß nicht, was mein Rechner macht, aber ich war gerade auf 20 FPS runter. Bin dann gleich mal so ganz außen rum gefahren. Ja, und immer noch nur auf 30 FPS. Irgendwas ist gerade angegangen, was, keine Ahnung, Rechenzeit frisst. Weil normal hatte ich einen Begrenzer auf 120 FPS und jetzt halt eben hier irgendwie auf 20, 30 ist komisch. Bist du der Erste? Ne, ich bin Letzter. Achso. Ich bin halt komplett außenrum gefahren. Meteor ist Zweiter, ich bin Dritter. Okay. Also der Erste ist Jericho, der ist das Erste. Ah, der ist für Jericho. Oh, Iceman ist auch da. Das ist eine Russe. Ja, das hört man vom Namen eigentlich schon so. Kimi halt. Also, ja. Der Spitzname von Kimi Räikkönen, ne? Obwohl, der ist ja gar nicht Russe. Moment, Kimi ist ja gar nicht der Russe. Der Kimi? Weiß ich nicht. Seit der Michael Schumacher aufgestiegen ist, schaue ich das nicht mehr. Das ist schon ein bisschen länger, ja. Gut, jetzt hat Jericho hier offenbar geparkt. Zumindest ist er jetzt direkt vor mir. Jetzt haben wir Pause. Aus sieben Leute habe ich schon lange nicht gesehen. Wenn der Jericho nicht aussteigt. Nee, nicht geparkt im Sinne von, dass er stehen geblieben wäre. Er ist offenbar irgendwo gegengefahren, also. Du warst in Hot Pursuit 2 von Anfang an dabei, gell? Vom Release an warst du dabei. Wie meinst du von Anfang an? Ja, wie das Spiel rausgekommen ist, da warst du schon online. Nee, überhaupt nicht. Genau genommen habe ich das
einfach nur im Offline-Modus halt so dieses Karriere-Dinger durchgespielt und dann wieder weggelegt. Und irgendwann Jahre später habe ich es wieder rausgegraben, den Offline-Modus nochmal gespielt und dann gemerkt, oh, da gibt's ja einen Online-Modus. Okay. Und dann den Online-Modus probiert. Und dann dachte ich halt irgendwie, ja, ich bin super gut, ich mach die alle fertig, weil ich habe im Offline-Modus problemlos überall diese Goldmedaille bekommen. Naja, und dann geht man eben online und merkt, nee, man kann überhaupt nichts. Die anderen sind einfach alle so viel besser im Online-Modus. Und Ich kann mich erinnern, wenn ich mal online fand, da warst du immer super unterwegs. Ja, genau, das kam dann halt später, also danach, nachdem ich dann gemerkt habe, dass die anderen alle viel, viel besser sind. Habe ich halt angefangen zu üben. Das hat ja nicht Jahre gedauert. Doch. doch, das hat Jahre gedauert. Normalerweise kriege ich so viel Leute zum Mittag nicht. Also zum Mittag, ist ja kurz nach Mittag. Normal kriegst gewesen. Du was? So früh kriege ich nie so viel Leute in mein Spiel. Ach so, ja, stimmt. Meistens, das ist normal ist es immer abends. Ja, genau, eher abends, ja. Na gut, vielleicht überall schlechtes Wetter. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich angefangen habe, HP2 online zu spielen. Das ist natürlich schon ewig lange her, aber wann jetzt genau? Ich glaube, dass du es schon Anfang 2003 schon gespielt hast. Naja, das auf jeden Fall. Da müsste ich schon relativ gut gewesen sein in ASEC und sowas. 2002 ist das Spiel rausgekommen. Oh, wirklich? Im Winter, ja. Da war ich noch bei uns beim Militär. Ich dachte, das war früher, okay. 2002, ja. Und dann, Ende 2002 habe ich schon ein bisschen online gespielt. Und da warst du schon so schnell. Mit Ferrari 50. Fahren, ja. Ach, alles sehr lange her. Ja, dann war diese Pause zwischen dem einmal Offline-Modus durchspielen, dann nochmal Offline-Modus irgendwann später vielleicht gar nicht so groß, wie ich gerade dachte. Auf jeden Fall war es das erste, wo ich überhaupt irgendwie gemerkt habe, dass es einen Online-Modus gab, also das erste Rennspiel. Ja. Auch wenn es bei Porsche den ja auch gab, aber irgendwie habe ich das nicht bemerkt, keine Ahnung. Ja, wie Porsche gespielt habe, da habe ich noch kein Internet gehabt. Ach so, okay. Ja, nee, Internet hatte ich da schon, aber. Also, ja, Gott, Modem halt eben, ne? Ja. Obwohl, das könnte schon DSL gewesen sein, ich weiß gar nicht mehr. Mein erstes Rennspiel, das war HotBus 2, also im Online-Modus. Welches? Das HotBus 2. Ah ja, genau, bei mir auch, ja. Und dann habe ich gleich Need for Speed High Stakes ausprobiert und dann bin ich dort geblieben. Für lange Zeit. Ich will, dass du gewinnst. Die Klasse. Ich hab mir erzählt, wie schnell du warst. Auf GameSpy. Naja, lange ist her. Du bist Zweiter.
Genau. Ja, echte Menge Leute jetzt. Beide. Ja, einer passt noch rein, Ja, und gell? dann ist voll, ja. Oder lag leider vorhin 400er Pings. Nein, taucht nicht wieder auf, war wohl echt ein Unfall. Oh, zwei Leute überholen mich. Ist Jericho noch dabei?
Oh, hier hättest du doch noch vorlassen müssen. Ja, vom Ziel. Ah, ich habe auch vor dem Ziel einen kleinen Crash gemacht. Da hat er mich fast noch reingeholt, aber ja, Glück gehabt noch. Du hast gewonnen! Na, ich starte mal andere Autos. Andere Strecke. Schon wieder dieselbe Strecke. Ja, ich müsste die ja selber wechseln nach 3 Runden oder so. Funktioniert nicht immer. Jeder wechselt die Strecke. Wieso fahren jetzt noch vier? Ja, zu spät gewählt. Ich mach Kann nochmal. nicht mal gucken, was Iceman so macht. Nationalfeuer. Ich starte neu. Mal, jetzt schaut die manuell die Strecken. Runde.
letzten Metern noch überholt. Ah. Ja, ich glaube, ich höre dann auch auf. Ich muss langsam mal dieses Nice anfangen. Ja. Gut, wir schauen, wie lange wir schon spielen. Du bist Zweiter. 15, ja. Blub, 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 blub. 10, 15, 1,5 Stunden. Ja, ich glaube, ich nehme auch mal den Moschee-Lager. Thank you.
Du hast das Rennen gewonnen.